Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind ausnahmsweise mal endlich wieder auf dem Game Boy Advance. Ja, es gibt schon Leute, die machen sich Gedanken, ob ich da nichts mache. Natürlich mache ich da was. Hallo, kennt ihr mich? Und das ist, tja, Backtrack. Ihr seht das. Man kann hier die Leute messern, man kann die Leute auch abschießen. Dies ist ein Ego-Shooter auf dem Game Boy Advance. Und ihr seht das, glaube ich. Der ist jetzt, glaube ich, nicht so gut. War das jetzt richtig? A story? You lost? Okay. You have failed. Okay, das ist der falsche Weg. Das sind Explosionsfässer seit Doom immer gerne genommen. So, High-Tech Barrel Armor. Sicher, okay, also da nicht reingehen. Kann man noch die Tür öffnen? Mach doch mal die Tür auf. Ach, Tür aufmachen ist Feuertaste. Das ist ja logisch. Das macht ja Sinn. Ja. Ich begraube. Ah! Weg mit dir. Sieht ja ein bisschen aus wie Duke Nukem für. Was weiß ich? Schmalspur-Ego-Shooter-Spieler. Oder Achtung jetzt, damit ich die Leute auch vollkommen verärgere. Duke Nukem für die COD-Spieler. Ah. Vorne sagt, nein, ich bin kein Battlefield-Fanboy. Ich bin kein Fan von den Quicktime-Shootern. Von heutiger Tage. Ich kann mich noch an Zeiten, wo man sich über einen Call of Duty gefreut hat, oder? Ein Medal of Honor. Das hat sich, glaube ich, in letzter Zeit ein wenig geändert, denke ich. Ja. Jetzt rennen wir hier einfach so ziellos rum. Ach, da ist ein. Habe ich jetzt eine Karte? Okay, da hat jemand irgendwas aufgemacht. Ja, ja, du bist ganz toll. Haben wir eigentlich nur einen Gegner-Model? Ah, komm, Saris! Kommt Skelett-Zombie. Du bist schon tot, aber ich mach dich nochmal tot. Ja. Ich möchte es mal so sagen, das Game haut mich jetzt nicht nur wirklich aus den Socken. So, hier kam ich her, ne? Ja. Gut. Da schnauft mich jemand an. Irgendwas einsammeln. Da war ich garantiert noch nicht. Nee, das ist auch ein neues Gebiet. So. Viel Feind, viel Air, viel Schießgewehr. Hallo? Freunde? Jemand zu Hause? Oh, du bist neu. Du schießt auf mich, du bist ein Feind. Das habe ich voll begriffen. Kann ich da irgendwas machen? Naja, es sieht nur so ganz toll aus. Fluorisierendes Licht. Super. Wer war hier der Innenarchitekt? Tine Wittler? Made by IKEA oder wird. Okay, das sind keine Türen. Das ist Wand. Das muss einem ja mal gesagt werden. Kann ich hier schon rein? Kann ich. Hier schnauft mich schon wieder irgendwas an. Hier schnauft mich was an. Wo ist es denn? Kann ich das kaputt machen? Free Human. Wie, was? 108 noch? Was? Wie? Das ist aber jetzt fürs ganze Game of, ja? Nicht für den Level. Ja. Toll. Ich habe Menschen befreit. Das tut meiner Seele bestimmt gut. Tja, was haben wir hier noch so? Nix, oder was? Also ja, noch mehr, oder? Ja. Das ist ja abwechslungsreich, dieses Gefängnis. Ich
räume gerade euer Gefängnis auf hier, Freunde. Also, wäre ich jetzt so Gefängniswärter, wäre ich ziemlich stinkig. Aber so sind die Aliens. Du kannst dich auf nichts mehr verlassen. Ja, ja. Das ist das Schöne, wenn man zur Tür aufmachen den gleichen Button belegt wie schießen. Dann kann man auch mal irgendwo sinnlos sein Magazin in die erstbeste Tür rammen. Na. Ja, und ich spiele Ego-Shooter grundsätzlich auf dem PC. Ja. Hier schnauft schon wieder einer. Hey. Du Asthma-Kranker. Hey, Asthma-Alien, wo bist du? Mach dich platt. Aber wahrscheinlich habe ich hier schon alles abgeräumt. Boah, ist ein geiles Level-Design. Ist ein großartiges Gameplay. Also, holla. Dass mir das die Jahre nicht untergekommen ist, dieser Titel, das verstehe ich gar nicht. Dabei ist das doch, Achtung, pun intended, so ein Knaller. Tiffy. Das macht aber Spaß. Ist hier noch irgendein Weg, den ich nicht gelatscht bin? Was mache ich denn hier mit Kälte kaputt machen? Na. Alien-Deko oder was? Ist total Alien on Vogue. Das ist so sci-fi. Ja. Was soll ich jetzt hier? Das ist keine Tür, ja. Habe ich hier alles abgeräumt? Würde ich das jetzt einfach mal sagen. Toll. Geben Sie mir ein Missionsziel. Hier schnauft jemand. Da vermute ich, dass hier noch jemand lebt. Stell dich, du Bratwurst. Mach die tot. Ich möchte das auch so sinnlos rumbullen, dass ich bei irgendwann einer RTL-Nachricht auch gerne mal in den Nachrichten bin. Ah, das quatscht mich einer an. Okay. Können wir wieder Humans befreien. Kann ich die ja nicht abknallen? Nein. Das ist schon die deutsche Version. Die haben es doch eh schon hinter sich. Ich meine ganz ehrlich, jetzt kann doch jetzt Ziel der Übung sein, dass ich jetzt hier 93 Fritzen hier befreie, oder wird? Alter, ist das langweilig. Das nicht auf irgendwelchen Listen als Best Ego-Shooter ever. Ich weiß gar nicht warum. Tja. Macht Spaß. Mal ein bisschen auf die Uhr, damit ich euch nicht 50 Jahre mit diesem Game quäle, weil da waren wir schon. Ja, ja, ja. Du das hier, der nur so nachatmet? Lass mich rein, habe ich immer wieder verloren, ne? Ja, you lost. Das finde ich so geil. Wisst ihr was, das ist eine gute Gelegenheit, dieses unglaubliche Meisterwerk zu beenden. Das ist Backtrack auf dem Game Boy Advance. Ein Ego-Shooter 2001 von Telegames. Warum macht man sowas? Warum? Oh, hier. Kurz kriegt ihr auch noch die Story erzählt. Weil die ist ja so wichtig. Die ist essentiell, weil wenn man die nicht weiß, findet man das Spiel nachher noch schlecht. Jetzt kenne ich die Story und ich finde das Spiel immer noch schlecht. Also, ganz ehrlich, ich weiß, es gibt definitiv genügend Konsolen-Shooter, die mittlerweile auch spielbar sind, aber das Ding... Nee. Nee. Das ist nicht mal so spielbar wie Wolfenstein. Also das alte. Das ihr gar nicht kennen dürft, ihr Schweine da draußen. Ich weiß, ihr habt's eh alle gezockt. Ja, Piece of Cake, ja. Dazu sage ich nur eins. Shut up and fuck you. Das hätte der Duke nicht gemacht, so eine Scheiße. Egal. Das war Backtrack. Auf dem Game Boy Advance. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und dafür, dass ich solche Spiele spiele und ihr sie nur gucken müsst,
Einfach mal abonnieren, kommentieren, bewerten. Dann räume ich auf in dieser Games-Landschaft. Und wir sorgen dafür, dass diese Games-Landschaft zu einem Paradies wird. Hätte ich Ahnung von Greenscreen, würde ich jetzt da irgendwie einen Regenbogen oder so einblenden, aber habe ich keine Ahnung von, also Pech gehabt. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.